It is you. You told me you would leave if I didn't give you a reason to stay, and I didn't. Oh, wow, danke, dass ich jetzt so schnell lesen konnte. Naja, egal. Zeitungsartikel. Ups, ich wollte euch nachladen. Zeitungsartikel. Irgendwelche Dinge. Das ist also. Ihre Schwester ist also hier herunter, um mitzumachen bei diesem Projekt. Was ist denn da drin? Ich brauche einen Schlüssel. Also es wirkt wie ein Hausgang, aber es scheint wohl auch gleichzeitig eine Wohnung zu sein. Lol. Pflanzen. Die grünen Daumen hat sie ja. Die Schwester hat aber ein ordentlich großes Haus, ja. Ja, weil die halt auch eine leitende Forscherin ist in dem Ganzen. Das sagt ja auch der Zeitungsartikel. Aber ja. Gut. Mal nach oben. Weiß nicht. Ja doch, das ist ein ganzes Haus. Krass. Huh? College days. Science has always brought us together. But for me, it was a way to prove my worth on the field. For you, it was everything. I never thought it would lead you to this. Aha, okay. Naja, sie ist ja auch eigentlich nicht jetzt eine. Sie ist schon eine Soldatin. Aber sie ist ja trotzdem auch noch eine Wissenschaftlerin, trotzdem, ne? Hat sie nicht vergessen. I was discharged. When I came back home, it felt different. You asked too much, and I had nothing to give. I was dry. And you left. Hey, Moment, nein. Hey, wie, sie hat so viel verlangt. Tagebuchseite. Es wird hier so kalt. Sie versuchen, ideale Verhältnisse zu simulieren, aber an einigen Tagen kannst du es einfach fühlen. In deinem Bauch. Dieses Gefühl, tief im Inneren der Erde begraben zu sein. Selbst mit eingeschalteten Lichtern kann ich spüren, wie sich die Dunkelheit der Tiefe in mich bohrt. Ich hätte gehofft, dass es helfen würde, dieses Gefühl loszuwerden, wenn ich Zugang zum Servicetunnel erhalte. Ich kann ihn jetzt treffen, ohne dass es jemand merkt. Aber wenn ich diesen Tunnel betrete, überkommt mich die Angst. Es ist lächerlich. Ich kann beinahe hören, wie Dalila mich auslacht. So wie damals, als Papa nicht da war und ich darauf bestand, mit eingeschaltetem Licht zu schlafen. Sie machte es immer absichtlich aus und ich brach jedes Mal in Tränen aus. Aber dann nahm sie immer meine Hand und sagte mir, dass ich mich vor nichts fürchten muss, dass sie da ist, um mich zu beschützen. Wie lange ist das her? Du bist immer noch das Erste, an das ich denke, wenn ich Angst habe.
Eine Frage will ich mir nicht mehr aus dem Kopf. Warum hast du dein DAG abgeschaltet? Dein DAG. DAG abgeschaltet. Warum hast du es weggeworfen? Manchmal wünschte ich, du hättest es mir nie gegeben. Diese Stille ist unerträglich. Ein Schlüssel. Der Kellerschlüssel. Okay. Computer. Uralt Computer, Alter. Der hat ja sogar Floppy Disks. Commodore 64. Oh mein Gott, er sieht wirklich aus wie ein Commodore 64. Heißt aber nicht so. Irgendwas mit Vortex. Mother. She Ward. Okay. Molecular Cell. Frankenstein. Die bauen immer irgendwo kleine Film-Easter Eggs ein. Das ist echt krass. Munition hat sie mir nicht da gelassen, ne? Dass die überall diese Poster haben mit Future Life Progress. Future Life Progress mit halt einem schönen Wiese, Sonnenaufgang oder Untergang und hier Schneegebirge mit Polarlichtern. Da kannst du ja nur depressiv werden unter der Erde. Wenn du überall diese Poster hast, einfach überall. Krank. Abyss, achso, nicht Air. Das ist ein Abyss, kein Ding. Das ist kein R. Helen is here. She could be the mind behind this madness. I need to find her. I need to find the womb. Okay. Ich frage mich, wann wir endlich da sind. So aus. Aber darauf vertrauen würde ich niemals. Was ist das für ein Tunnel? In ihrem Haus ist auch ein Tunnel, aber der führt jetzt wahrscheinlich in die Labore. What the? What the fuck? Was ist hier abgegangen? This is where Abdom lives. It certainly reflects his personality. Junge. Es ist eine Art Visitenkarte. Er hat sie neben jedem seiner Opfer hinterlassen. Junge, Junge, Junge. Nach 6 Monaten intensiven Training bin ich endlich wieder in Form. Ich habe unvorstellbare Dinge für dieses Land getan. Dinge, über die ich nicht einmal schreiben kann. Und dann ganz plötzlich wurde ich angeblich unvorstellbar
posttraumatischer Stress. Unvorhersehbar. Posttraumatischer Stress. Das hat mir die psychophysische Beurteilung vorgehalten. Aber jetzt hat jemand beschlossen, mir eine zweite Chance zu geben. Ich habe mich auf Dutzende Stellen beworben, aber ich hatte es kaum gewagt, davon zu träumen, dass mich Hades auswählen würde. Ich dachte, sie würden mich in den Norden schicken, wo ich endlich meinen guten alten Crane wiedersehen würde. Gott, ich vermisse diesen jämmerlichen Bastard. Aber stattdessen haben sie mich hunderte Meter unter der Wüste von Nevada stationiert. Ich kann mich nicht wirklich beschweren. Die Bezahlung ist großartig und hier unten gibt es deutlich mehr Menschen, als man erwarten würde. Was meine Arbeit angeht, muss ich dieselben Scheiße tun wie auf dem Schlachtfeld. Aber das bin ich mittlerweile gewohnt. Das hier ist nicht die Halsarmee. Ich glaube, ich habe endlich einen Grund gefunden, zu leben. Wirklich zu leben. Sie ist einfach nur perfekt. Ein Licht inmitten dieser Dunkelheit. Es ist mir schmerzhaft bewusst, dass die Vorschriften unserer Beziehung verbieten. Aber manche Dinge kann man einfach nicht aufhalten. Ich wusste, dass es nicht halten konnte. Verdammte Hexachor. Ich kann es immer noch nicht ganz wahrhaben, aber ich wusste letztlich für das T3 ausgewählt. Ich habe gesehen, was es mit den Subjekten macht. Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Ich kann einfach nicht den Mut aufbringen, mit ihr darüber zu reden. Der Rest der Seite wurde herausgerissen. Es fehlt das Datum. Er ist die absolute Perfektion. Er ist das Licht inmitten der Dunkelheit. Wir müssen uns ihm nähern, uns von seinem langen Arm umschließen lassen. Wir können unsere Seelen nicht vor seinen Augen verstecken. So, schon bald wird seine neue Form vollendet sein und er wird erneut zum Leben erwachen. Die natürliche Ordnung wird für immer gestört werden. Und ich werde an seiner Seite sein. Der Womb. Dort wird er durch sie wiedergeboren. Meine Liebe für beide wird sich endlich vereinen. Hier endet das Tagebuch. Okay. Was hat er hier so gemalt? Crazy shit. Er hat sich in irgendwas verliebt. Er hat sie einen nach den anderen ausgeschaltet. Gesamte Hades-Einheit. Was zur Hölle? Junge, hat er da einen gefangen gehabt? Scheiße, ich habe vergessen zu lesen. Datenblatt. Kampfausrüstung, Hinweis. Es ist endlich an der Zeit, das DAG zu testen. Mit diesen tollen Schätzchen. Das kenne ich doch schon. Das war nicht das. Das ist es. Schön Kinderspiele, Daten, DRG. Wörter wurden über die Seiten gekritzelt.
Feldressourcenmanagement. So muss ich immerhin nicht durchgehend drauf achten, wie viel Munition und wie viel Medikits ich mitten in der Schusswechsel noch übrig habe. Lokalisierung. Danke. Nette Unterstützung des LARDEM-Kabelnetzwerk konnte ich mir heimlich Zugang zum Satelliten Triclung-System, ach, keine Ahnung, wie das heißt, des Verteidigungsministeriums verschaffen. Sie konnten nicht geolokalisiertes Tracking zwischen den beiden DAG-Prototypen implementieren. Auch wenn die Reichweite recht begrenzt ist. Naja, jetzt wo ich lese, was ich gerade geschrieben habe, merke ich, dass ich diese Notiz besser nicht herumliegen lassen sollte. Scannen. Okay, Textnachricht, danke. Danke, Textnachricht, dass Sie Ihren Simplen seid. Mit dem Scanner ist es ein Kinderspiel, jede Art von Daten und Dokumenten direkt in den Speicher. Hä, das habe ich doch schon gelesen. Ist doch... Wo ist denn jetzt diese Notiz, die ich gerade eben gefunden habe? Notiz des Hüters. Lieber Typ von TÜV vom Servicedienst, das haben wir schon. Hä, das habe ich auch schon gelesen. Nee. T3. Sie waren wie ich. Ich war es wie Sie. Sie haben uns sein Blut injiziert, damit wir das Portal des Lichtes durchschreiten und lebendig die andere Seite erreichen können. Doch ihnen war nicht klar, dass wir von diesem Moment an für immer vereint sein würden. Wir würden Brüder sein. Außergewöhnlich. Wie er. Die unglaublich Ungläubigen erheben ihre menschlichen Waffen, um ihn auszuschalten. Der Mund, der alles einfriert, hat so viele getötet. Ich habe einen der Brüder hier zu mir gebracht. Ich wollte ihm helfen, doch er hat es nicht geschafft. Ich werde ihn rächen. Ich werde den Ungläubigen finden und ihn dafür zahlen lassen. Niemand verlässt Hades. Das war die richtige. Die Dinger waren mal Menschen. Okay. Vielleicht verschleppen die Menschen und stecken die dann in solche Kokons. Und dann mutieren die in diesen Kokons. Und es ist schwer. Okay. 8914V. 8914V. Ah, nein. Ich vergesse immer, dass das... Ah, egal. WVX11. WVX11. Erstmal W. Wo ist V? Sechs, sechs, JTW. Erstmal T. Ja, jetzt brauche ich noch 6, 6. Eine 6. Wo ist die zweite 6? Oh Gott, da unten. Ah, das geht. 6. 6. W. Jawohl, geschafft. Für sowas wieder. Bisschen Munition. Den Stress. Gib mir doch was Besseres. Okay,
Auf dem Tisch liegt nichts mehr, oder? Was ist das? Ach nee, da ist nur die Karte kaputt, weil sie so verbittert ist. Der ist schon ein bisschen crazy, der Typ. Okay, was mache ich? Den Verbrauch sinken lassen? Ja. Verbrauche ich nicht mehr so viel, wenn ich diese Attacke mache. Gut, dann speichern wir. Das Zockstation geht zur Upgrade Station. Irgendwie lustig. Durchzukommen von den Viechern und wurde dann zerhäckselt. Jetzt bin ich oben. Vielleicht komme ich von oben rein, ne? Bahn, wo mich jetzt reinfahren lässt, oder was? Ich hab das Gefühl nicht los, dass es da unten jetzt gleich abgeht, ohne Ende. Not promising, but if it still works, I could use it to get to the labs. Better take a look. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Okay. As long as those pipes are connected, I don't think this thing will move. Okay. Dann muss ich wohl die Pipes wegmachen. Das Personal der Zentralstation wird daran erinnert, dass dem Sektormanager alle Fahrplan- und Umsteigeunterlagen der Verkehrsmittel für den vorgegangenen 12-Stunden-Zeitraum vorgelegt sind. Beachten Sie, dass die Züge zum und vom Castle absolut Vorrang vor den Zügen zum und von medizinischem Bereich und dem Wohngebiet haben. Darüber hinaus informieren wir Sie hiermit, dass aufgrund der beispiellosen Betriebsintensität der letzten Monate routinemäßig
Wartungsarbeiten an den Lokomotiven durchgeführt werden müssen. Diese Arbeit dürfen ausschließlich in den vollen ausgestatteten Werkstätten im unteren Geschoss des rangierten Bahnhofes durchgeführt werden. Für eventuelle Pannen und technische Probleme werden die Reparaturmannschaften plötzlich zur Verantwortung gezogen. Ja, mit der Muni. Okay. No sign of life. I'll have to reactivate it. Kein Strom. Kann man den Strom einschalten hier? Nein. Also runter und gucken, ob hier irgendwo ein Reaktor ist. Alter, so viel zum Lesen wieder. Ah, okay, die Nummer ist 425. Ah, okay. 425. Freitag. Auf Stromschwankungen untersuchen. Durchgebrannte Sicherung ersetzen. Spindel. Spinital. Das Spind-Inventar auffüllen. Mein Gott. Die Nummer 425 wurde eingekreist. Spind-Inventar. Tja, welcher Spind aber? Wo ist der Spind? Jetzt bin ich hinter der Tür. Da, Keller. Okay. Leichen ist nie. Rumliegen. Sind Monster nicht weit. Ich brauche eine. Scheiße. Ich brauche eine neue Sicherung. Keine. Auch keine. Sorry, ich wollte nur eine Sicherung holen. Zack. Schön. Packung brauchen wir nämlich nicht.
Leiche. Überall Leichen. Hier geht's bestimmt gleich wieder ab. Ich traue dem Braten nicht, es ist zu ruhig. Damit. Ah. Online und jetzt? Strom läuft wieder. Jetzt geht's gleich ab. Okay. Der letzte hätte nicht sein müssen, aber egal. Wusste es. Oh, Scheiße! Uah! Ah, da kommt sie hoch. Ah, fuck! Unter andere. Nein. Ah. Scheiße. Jo. Nein. Alter. Nein! Oh Gott! Nein! Alter, wie weit kann der eigentlich schießen? Aua! Wo ist er? Scheiße. Wo ist er? Wo ist er? Wo bist du? Ja, fress das, du Mistvieh! Und das! Und das! Das gibt's doch nicht! Oh, das gibt's doch nicht! Scheiße, jetzt hat er mich erwischt. Alter, wie hält das aus? Gottverdammtes Drecksviech. So viel. Das hat dieses Mal echt viel ausgehalten. Shit. Komplett leer. Jetzt wieder ein bisschen mit der hier rumballern. Irgendwas drücken? Ah. Okay. Yes! Good hunk of metal.
Jetzt komme ich ins Castle rein. Jetzt komme ich rein. Reyes ist verblüfft. Helen hatte jahrelang in der geheimen Basis gelebt. Eine Nachricht, die auf dem DAG ihrer Schwester aufgezeichnet wurde, enthüllte die schreckliche Wahrheit hinter ihrem Verschwinden. Anscheinend ist sie in die schrecklichen Experimente verwickelt, die seit Jahrzehnten in den unterirdischen Laboren des Castles durchgeführt werden. Nach diesen letzten Aufzeichnungen scheint Helen nun auf dem Weg zu einem Gebiet zu sein, das den beunruhigenden Namen Sarkophagus trägt. Es ist an der Zeit, Helen aufzuspüren und ein Geheimnis zu lüften, das sie seit Jahren verfolgt. It's all so crazy. Helen could be somewhere in these labs. I have to find her. Wir sind in den Hauptlaboren von Castle. Okay. Wieder Blutspuren. Scheiße. Hier ist wieder alles voll mit Monstern. Hier scheint es nicht weiter zu gehen, oder? Da jetzt noch nicht durch. Wusste ich's doch. Eine Leiche. Okay. Schau an, noch eine Leiche. Also so viele Leichen hier. Und alles waren Soldaten mit Sturmhauben. I've got a sense of their original function, but this thing, it has so much more to offer. Was ist denn das? Ach so, das ist dieser Rucksack, den ich habe. Heruntergeladen. Okay. Da RAM 77 während der Vorbereitung und des Transfers extrem heiß wird, muss es sofort nach Abschluss des Verfahrens abgekühlt werden, um seine Integrität zu erhalten und seine Lebensdauer zu verlängern. Die Metallstruktur des Portals wird automatisch mit enormen Mengen flüssigen Stickstoff übergossen. Alter, was ist für manuelle Unterstützung? Für manuelle unterstützende Eingriffe werden Frost Grips verwendet.
insbesondere für die Kühlung kleiner und schwerer zugänglichen Komponenten. Achtung! Alle Sicherheitsterminals, Dies ist ein Notfall. Eine Notfallnachricht. Wie es scheint, sind die Kreaturen grundsätzlich verwundbar gegenüber gewöhnlichen Feuerwaffen. Unbestätigte Berichte aus verschiedenen Bereichen des Castle oder des Castell, des Castle, legen nahe, das Eis ihrer elektrischen Spannung isoliert und sie für kurze Zeit verlangsamt. Wenn möglich, besorgen sie sich ein Frost Grip und begeben sie sich zu den Fluchtmodulen. Ja, okay, das ist Ding, die ich übersprungen habe irgendwie. Die Nachricht hätte ich mal oben gebraucht. Aber gut. Was nehme ich? Frostschild? Frostmine? Oder das Rucksack-Upgrade? Ja, komm. Wenn er vom Strom getroffen wird, ist er dann nicht mehr so am Arsch. Ich kann mich, glaube ich, auch jetzt ein bisschen agiler und schneller bewegen. Wie viele von diesen Rucksäcken hier hängen. Nachtransit. Ja, natürlich. Ja, natürlich. So ein riesiger Tunnel darf ja nicht fehlen hier. So, was, wie nennt man das? Turm? Ja, so ein riesiger Turm. Das darf ja in einem Labor nicht fehlen. Sichern wie ein Flammenwerfer. Morgen. Hört sich an wie ein Flammenwerfer, echt. In den Kontrollraum. Oh, ich hatte recht. Schon wieder.
Die Situation hier gerät außer Kontrolle. Ich schicke ständig Anfragen an diese Freaks bei Hexacore, aber sie ignorieren mich. Wie lange noch werden sie diesen Dreck in die Ventile der Menschen injizieren? In die Venen der Menschen injizieren. Wir werden mit Testpersonen aus dem T3-Labor überschwemmt und wissen einfach nicht mehr, was wir mit ihnen machen sollen. Entweder versetzen wir sie für ein paar Monate in einen Winterschlaf, nur um sie dann für die Sektion aufzuwecken. Oder wir schicken sie direkt in die P12B-Öfen. Dieses verdammte Programm geht mir langsam wirklich an die Nieren. Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich über die Testpersonen spreche, als wären sie Fleischklumpen und keine Menschen. Manchmal denke ich, ich sollte einfach aufhören, diese verdammten Pillen zu nehmen. Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Ah, das ist eine Verbrennungsanlage, wo die Menschen reingeschickt haben. Oh, dieses Feuer aussieht, bitte. Heftig. Speicher jetzt erstmal und versucht diesen. Was? Während ich speichere. Mein Gott, ist das jetzt fies. Alter. Gerade am Speichern. So ein Hund, dieses Spiel. Oh, ich habe nur noch eins. Verdammt. Das ist das letzte. Boah, ich hatte vorher so viele und jetzt habe ich nur noch ein und jetzt habe ich null. Junge, Junge, Junge. Richtig fies. Oh, wie sie sich. Okay. Das ist ein bisschen falsch, weil der Rucksack, der schimmert durch, aber guter Versuch, irgendwie diese Spiegelung reinzumachen. Finde ich gut. Okay. Oha, super schwer. D. Wo ist die 5? 5. Wo ist die 8? Nein, was mache ich? Schaffe ich wieder nicht. Schon verzockt. H. Wo ist H, Alter? Wo ist denn die H, Alter? Das macht mich irre, das Spiel. Also das. Ja, genau, Alter. Und dann. Q. T. Wo ist T? Verdammt. Verdammt, wo ist denn das Ding jetzt? Ah. 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 Oh. Was?
Bonus-Skin. Ach, das ist nur ein Skin. Ah, lol, Alter. Ich hab schon gedacht. Was, Alter? Gib mir Munition. Gib mir doch keinen Skin. Dein Ernst für die Pumpgun. Ein Scheiß-Skin. Ah, egal. Das war fies. Das war fies. Okay. Dann gehen wir mal in den Verbrennungsofen. Was soll ich überhaupt da drin? Ich weiß es nicht. Gibt es noch einen Weg noch weiter runter oder was? Ach nein, da gibt es einen Durchgang. Was? Kommt der denn her? Nein, Alter, noch einer! Alter, das gibt's doch nicht! Alter, ach was! Natürlich! Natürlich, Alter! Natürlich sind da jetzt 300 Stück wieder! Natürlich! Wie kann's auch anders sein? Ich sollte rausrennen und einfach Feuer wieder anmachen. Nein, Cassandra ist tot. Stimmt! Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, an wen erinnert mich der Spielcharakter jetzt? An Tomb Raider und an Cassandra. Verstehe. Ich warte kurz, bis ich voll bin. Okay. Alter, der dauernd ballert wie so ein Geisteskranker.
fuck, wie können denn hier so viele sein? Die waren doch... Hass es einfach. Können denn da so viele sein, Alter? Das ist eine Verbrennungsanlage. Da bleibt nichts mehr übrig. Junge, Alter. Ja. Das. Schluss, Licht aus. Diese Verbrennungsanlage ist so übertrieben. Können gar keine sein. Einfach nur ein Haufen Knochen. Gehen die in die Knochen und kommen dann raus aus den Knochen, oder? Wie viele? Alter, wie viele? Ah! Nein! Ja! Keine Chance, Alter. Keine Chance. Nein, wieso denn? Wieso hat er mich erwischt? Das hat mir jetzt ordentlich mitgespielt und ich habe keine einzige mehr. Hier gibt's auch nichts außer einen Haufen Knochen. Part of this. Ich brauche Heilung. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Alter, wie viele Leichensäcke. Dieses Geräusch her. Und da oben. Scheiße, echt. Oh wow, ja, cool. Vielleicht finde ich hier. Oh, Leben, bitte. Scheiße, Alter. Die
viel habe ich noch? Oh Gott, 34. Oh Gott. Nee, das ist doch hier ein Operationssaal. Hier muss doch irgendwo ein Erste-Hilfe-Kit sein. Ja, außer im Gehirn auf dem Tablet, Alter. Was ist das? Häckchen, Scheiße. Oh, oh. Komm zu Mama. Danke. Jetzt muss ich äußerst vorsichtig sein. Alter, die haben die Leichen einfach da runtergeschmissen, oder was? Alter, krank. Was zur... T3. T3 Experiment Subjects. Should have just called them guinea pigs, bastards. Ja. Sind da noch irgendwelche drin? Ja. Ich glaube, das ist nicht so gewollt, ne? Aber die Spiegelung verschwindet halt, weil es kein Raytracing ist. Sind aber welche drin. Munition. Ich verstehe nur nicht, warum die Viecher hier so liegen mit dieser Überwucherung. Wenn die sterben, dann explodieren die eigentlich. Deswegen verstehe ich das nicht. Ich kann einfach nicht die Fresse halten. Au, ah, oh! Schon wieder am Arsch. Mist, verdammter. Ja, ja. Jetzt wird's richtig hart. Lippermasse einfach rausgekommen aus diesen Tanks. MRT oder was? So wie es aussieht schon. Nachdem sich ein erheblichen Prozentsatz des US-Progress-Personals geweigert hat, an dem organischen
Transportprogramm teilzunehmen, wurde ein Team von Techniker und Ingenieuren direkt von Hexagore Hauptquartier ins Keyside entsandt, um die internen Experimente im Castle zu übernehmen. Die Herausforderung wird darin bestehen, die zögerlichen US-Progress-Forscher davon zu überzeugen, technische Unterstützung für organische Experimente zu leisten. Ihre Nicht-Einhaltung würde das Projekt um etwa 30 Jahre zurückwerfen. Wir müssen einen Weg finden, sie zu überzeugen. Ich glaube nicht, dass Gewalt und Einschüchterung dieses Mal ausreichen werden. Sir, Ihr Vorschlag ist vom Rat angenommen worden. Der Einsatz von DTX ist genehmigt worden. Hexagore in Keyside hat bestätigt, dass das Psychotrop Neurotoxin, welches vor Jahrzehnten aus den organischen Bestandteil extrahiert wurde, die mit dem Frakteilen auf dem Bermudas verschmolzen waren, Alter, was? Nun eine Erfolgsquote von 99% erreicht hat. Mehrere Fässer mit Daimar-Toxin sind bereits unterwegs von dem Labor in Idaho und werden in den nächsten Stunden an der äußersten Rampe entladen. Sobald das DTX in das Belüftungssystem von Castle eingespeist ist, werden die US-Forscher von US Progress vollständig unter unserer Kontrolle sein. Es ist richtig anstrengend zu lesen, gerade diese Wörter. Die meisten der Mitarbeiter sind völlig unterworfen. Es ist unglaublich, das Daimar-Toxin wirkt schon Sekunden nach dem Einnehmen. Durch die kontinuierliche Zufuhr von dem DTX über das Belüftungssystem werden die Neurotransmitter der Versuchspersonen ständig künstlich simuliert. Damit werden chemische Reaktionen ausgelöst, die mit der Kontrolle der Emotionen zusammenhängen. Ohne die Einnahme von CRM-114-Pillen wäre es, als würde man in einen ständigen Albtraum leben. Mit diesen Pillen haben wir die totale Kontrolle über die Versuchsperson. Wir können sie an der kurzen Leine halten. Zufriedenstellende Ergebnisse sind schwer zu erreichen. Die Ergebnisse unserer Flora- und Fauna-Experimente sind nicht schlüssig. Wir vergeuden nur wertvolle RAM-77. Wir werden nie genug biologische Probanden haben, um die Sicherheit des experimentellen Transfers von Menschen zu gewährleisten. Wir verwandeln Lebewesen in Sekundenschnelle in verdorbene Monstrositäten. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, ist unsere einzigste Option, mit den Tests an menschlichen Probanden zu beginnen, koste es, was es wolle. Das Verteidigungsministerium hat uns grünes Licht gegeben. Sie stellen uns Versuchskaninchen zur Verfügung, meistens Häftlinge aus den Todeszellen und Zielpersonen von außerordentlichen Überstellungen. Aber einige von ihnen scheinen auch einfach nur Landstreicher zu sein. Dennoch sind die Ergebnisse immer noch nicht schlüssig. Wir können uns das schönreden, aber wir alle sind mitschuldig an ein endloses Gemetzel, was als der bedeutendste technologische Fortschritt in der Geschichte der Menschheit gedacht war. Mutiert langsam zu einem infernalischen, verdeckten Massaker. So. Und ich brauche
trotzdem. Ja, genau. Sie hechelt wie eine Verrückte. Ich brauche trotzdem. Und speichern würde ich auch gerne. Nee, da gehe ich nicht rein. Noch nicht. Scheiße. Ich muss da rein. Ach, gib mir doch irgendwas. Irgendwas zum Heilen, Heiland, zack. Scheiße. Ohne Heilung. Nichts. Ich hatte vorher so viele Medipacks, jetzt habe ich kein einziges mehr. Alle verbraucht. Shit.